Also ich, am Anfang saßen wir da und am Anfang wollten sie in der Enquete einen kurzen Zettel zum Thema geistiges Eigentum durchstimmen und ich habe das einmal durchgelesen, das ging gar nicht. Und ich habe einfach dann so bei der Lune angeklopft und gesagt, wir müssen da grundsätzlich was anderes machen. Und so kam dann das zustande, dass wir halt diese kleine Arbeitsgruppe zu dem Thema hatten und da haben wir dann viel mit unterschiedlichen Leuten auch drüber gesprochen und ich habe eben auch versucht, der CDU das irgendwie ein bisschen zu verkaufen und die waren größtenteils sehr genervt davon, weil ich sie nämlich irgendwie unter den Tisch geredet habe. Und, hast du sie wegdiskutiert, also wegargumentiert? Ich habe ihnen Argumente gegeben, gegen die sie halt selber auch nicht so viel sagen konnten. Also dass zum Beispiel, also die Geschichte, die ich immer erzählt habe, ich betrachte das Ganze erstmal nur sprachphilosophisch. Ich bin noch gar nicht auf die inhaltliche Ebene gegangen. Ich habe gesagt, es ist nur der Begriff, der uns völlig im Weg ist. Solange wir diesen Begriff verwenden, kommen wir überhaupt gar nicht auf die inhaltliche Ebene, weil wir nicht zusammenkommen. Und dann habe ich Ihnen eine Geschichte erzählt, die habe ich jetzt auch in meinem Blog niedergeschrieben. Erzähl ruhig mal. Wir haben zwei Gruppen von Leuten, die wollen zusammen ein Haus bauen. Und die einen finden, Holz ist das richtige Material, die anderen finden Steine für das richtige Material. Und die versuchen sich jetzt darüber auszutauschen, aber die Holz meinen, reden von Stöckchen. Und die Steine meinen, reden von Kieseln. Und nun denken die Holz wollen, Kiesel, damit kannst du doch kein Haus bauen. Und eben genau andersrum. Das heißt, sie streiten sich die ganze Zeit darum, ob jetzt Stöckchen oder Kiesel besser sind. Dabei könnten sie vielleicht am Ende sogar zum Kompromiss finden und feststellen, Holzbretter und Steine in Kombination machen das beste Haus oder so. Aber sie kommen gar nicht zu dem Ergebnis, weil sie ihre Begriffe nicht klar geklärt haben. Und ein ganz ähnliches Phänomen sehe ich bei dem Begriff geistiges Eigentum auch. Die einen sehen einen Kampfbegriff darin und lehnen den einfach ab. Die anderen wollen damit auch gleich Dinge implementieren, Dinge einbringen. Also, dass gleich mal angenommen wird, sofort kommen die Juristen und sagen, ja, was ist denn Eigentum? Na, Eigentum hat folgende Eigenschaften, das gilt dann ja auch für geistiges Eigentum. Die Mehrheit im Volk benutzt das Wort, ohne überhaupt zu wissen, was es sein soll. Es ist ein schwammiger, unklarer Begriff, der nichts sagt und der auch einfach ganz viele logische Fehler beinhaltet. Und so ist quasi allein dieser Begriff führt dazu, dass wir nicht zu einer gesamtgesellschaftlichen Lösung finden können. Und viel weiter bin ich in der Argumentation noch gar nicht gegangen. Aber das Erstaunliche ist doch, dass du die CDU wirklich von dieser Argumentation überzeugt hast. Oder hast du nicht? Ich glaube nicht, dass ich sie überzeugt habe. Sie hatten nur keine Argumente mehr. Du hast zumindest Ziele erreicht, dass sie diesen Begriff anders verwenden und nicht mehr so sorglos damit umgehen. Wir haben in den Enquete-Text ein extra Kapitel, geistiges Eigentum, in dem sehr viel das kritisiert wird, kritisch betrachtet wird. Wir mussten dann natürlich, das ging durch die Konsensmaschine, das ist bei weitem natürlich nicht so, wie ich das persönlich privat gerne gehabt hätte. Aber ich wäre viel weiter gegangen, aber es wurde entschärft und dann gab es am Ende noch eine ganz, ganz schwierige Auseinandersetzung, ob denn jetzt die Enquete empfiehlt, den Begriff zu vermeiden oder ob sie das nicht tut. Und da hat sich dann die Regierung durchgesetzt. Die Enquete empfiehlt, drückt nicht, verbietet den Begriff quasi nicht. Sie drückt nicht die Empfehlung aus, ganz drauf zu verzichten. Aber es wird sehr deutlich problematisiert. Also jeder, der irgendwie einen Text dazu schreiben will und irgendwie einen zitierfähigen Satz braucht, sollte mal in diese Passagen gucken. Ich habe extra darauf geachtet, dass ein paar Sätze drinstehen, die, wenn man die so nimmt, zitierfähig sind. Und man kann sagen, selbst die Enquete-Kommission sagt, und das war so mein Hauptaugenmerk, woran ich dann gedacht habe, dass es eben wichtig ist, dass Wissenschaftler, die sich weiter damit beschäftigen, sich auch darauf berufen können. Was sagst du denn zu dem Satz, wir stehen alle auf den Schultern von Riesen, dass wir alle von anderen kopieren? Also ich meine, durch meine Schulbildung kann ich Sachen erschaffen, die ich ohne Schulbildung nicht erschaffen kann. Richtig, genau so, also so sehe ich das auch, denn da habe ich auch versucht, sogar in diesem Artikel zu zitieren. Und ich weiß nicht, ob sie ihn rausgeschmissen haben, das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Der stand mal, in einer Version stand das sogar da drin. Ich bin der Meinung, in dem Moment, wo ich eine Idee ausspreche, wo ich jemandem etwas erzähle, von einer Idee oder was auch immer,
dann rege ich in dem anderen sofort Gefühle, neue Gedanken, diese Idee mutiert, sofort. Also ich, in dem Kopf des anderen Menschen entsteht etwas Neues, was natürlich auf dem, was ich gesagt habe, basiert. Aber ich kann das nicht mehr zerstören, was zum Beispiel mit meinem normalen Eigentum, das kann ich zerstören, darüber habe ich noch die Gewalt. Aber in dem Moment, in dem ich es ausspreche, jemand anderem mitteile, habe ich keine Gewalt mehr darüber. Ich kann das nicht als mein Eigentum bezeichnen. Und ich kann auch nicht die Emotionen, die ich in einem anderen Menschen auslöse, als mein Eigentum bezeichnen. Und das ist so der Hintergrund, von dem ich sage, alles, was hier kursiert, hat irgendwo mal, ist irgendwo mal inspiriert worden, hat irgendwo seinen Ursprung gehabt. Und das ist diese Zwergenmetapher ist unglaublich zutreffend. Und deswegen ist es eben auch so gemein, weil man hat sich ja zur Erschaffung einer Idee aus dem Allgemeinen gut bedient und das dann auf einmal als sein eigenes zu bezeichnen und nicht wieder zurückzugeben in den Pool, weil nur so kann Kultur sich weiterentwickeln, so kann sie weiter blühen. Und leben. Die Überspitzung ist ja der Begriff Raubkopie, der ja eigentlich ein Kampfbegriff ist, um, sag ich mal, das geistige Eigentum mehr eigentlich in die falsche Richtung zu rücken. Inwiefern sagst du denn, Raubkopie ist ein falscher Begriff? Natürlich, es ist genauso wie, also sprachphilosophisch genauso spannend eigentlich wie der Begriff geistiges Eigentum, weil natürlich sofort eine Botschaft mit impliziert wird. Und dann kann man nicht mehr sprechen, wenn ich nicht ein Wort wähle, wo dem anderen, wo man übereinander sprechen kann und welches irgendwie eine gewisse Neutralität beinhaltet, dann kann ich nicht mehr unbefangen darüber sprechen. Das heißt, in dem Moment, wo ich Raubkopie spreche, habe ich schon eine Botschaft vermittelt und das ist auch gezielt gewollt. Da fällt gerade der Ständer um. Nein. Das ist auch gezielt gewünscht. So. Deswegen werden solche Begriffe benutzt. Deswegen wird das Kopieren einer Datei mit dem Verletzen eines Menschen. Also das muss man sich ja mal klar machen. Raub ist nicht nur Diebstahl, sondern ich, wenn ich jemanden ausraube, dann verletze ich den, dann gehe ich den körperlich an. Tue ihm Gewalt an. Ich übe Gewalt aus. Und also es ist nicht nur eine Diebskopie, auch selbst das Wort wäre schon kritisch, aber Kopie ist sprachphilosophisch wirklich schwierig. Lena, ich danke dir für diese Ausführung und wünsche dir weiterhin viel Erfolg in der Enquete-Kommission. Ja, danke. Piratenpartei! Klarmachen zum Ende! Klarmachen zum Ende! Aye, aye, sir!